Hallo meine Lieben, sein ehrlicher Monolog in Bezug auf sich. Heute gibt es eine Liebeslegung, wie so oft auf meinem Kanal. Schön, dass du dabei bist. Mach es dir gemütlich. Ich mache es uns gemütlich, indem ich eine Kerze anzünde. Tauche tief ein in die Welt des Tarots. Sein Monolog. Entdecke noch einen Zweitkanal von mir, Lebenslust Orakel. Ich verlinke dir unter diesem Video in der Infobeschreibung den Link zu meinem zweiten Kanal, wo ich auch die Karten lege. Zu anderen Themen, aber dennoch kann es gut sein, dass es für dich auch passend wird und interessant sein wird. Wohin des Wegs? Der Wagen. Der Narr. Die Mäßigkeit. Sieh mal einer an. Das sind hier drei Karten von den großen Arkana. Hier sogar die Sonne unten drunter. Scheint eine wichtige Legung zu sein, die auch ganz schön wichtigen Themen heute aufzeigen kann, die für ihn ganz viel Bedeutung haben. Sieht dich schon mal als Königin der Schwerter. Wenn du ein Mann bist, sie sieht dich als König der Schwerter. Machen wir das mal so. Weil ich möchte diese Schwertenergie trotzdem behalten. Wie würde er dich beschreiben? Ah, du bist in seinen Augen bist du kopfgesteuert. Kopfgesteuert. Vielleicht arbeitest du ganz viel. Was er hier auch noch denkt. Du hast dich schnell umorientiert. Und er denkt, du hast ganz bestimmt deinen Frieden in deiner Arbeit gefunden, in irgendeiner Beschäftigung gefunden. Du kümmerst dich ganz gut um dich selbst. Und das bewundert er hier auch, dass du so schnell, sei es auch dich erholt hast, dass du so schnell wieder mit dir selbst den Frieden geschlossen hast, dass du so zielgerichtet vorgehst und dass du für dich immer wieder sorgst. Ja, das ist wie so eine Art Bewunderung, wo er sich denkt, wow, sie arbeitet immer wieder daran, dass es ihr gut geht. Ja, und das ist bewundernswert, weil du dich um dich selbst kümmerst, weil es dir wichtig ist, wie du dich fühlst, wie selbstbewusst du bist, wie viel du noch schaffen kannst, sodass du auch weiteres für dein Leben planst, dir etwas vornimmst, sodass du immer wieder daran interessiert bist, zu wachsen und Ziele zu erreichen. So sieht er dich heute und er sieht dich als eine flinke Frau, ja, die sich ganz schnell, sei es, umorientiert hat. Und das zeugt von einer Agilität, so eine auch psychische Flexibilität, die er hier bewundert. Das machst du toll in seinen Augen. Aber ich denke, er kennt dich auch bereits so, dass du dein Ziel siehst und keine Hindernisse wahrnimmst. Ja? Oder die sind zwar da, aber für dich gibt es keine Hindernisse, die du nicht überwinden kannst. Ich denke dann auch, dass du im Recht bist, dass du, wenn es etwas
abgeschlossen werden musste, das hast du gut geschafft. Du hast etwas super gut abgeschlossen. Du bist deinen Werten treu geblieben. Du bist ganz schön weise, wie du das gemacht hast. Und hinterher versteht er, wofür das gut war. Ja, damit etwas Neues beginnt, soll das Alte eben abgeschlossen sein. Vielleicht hattest du ihm auch davon schon mal erzählt, ja, so dass wir Dinge abschließen, damit wir ohne Lasten weitergehen können. Und wie sieht er das? Hier sieht er auch ganz genau, dass du dir ganz schön viel Mühe gibst, ja, weil du immer wieder nach vorne schaust. Du bleibst nicht stehen und du guckst nicht nur, sage ich mal, ja, nach hinten. Nicht jeder von euch macht das. Ja. Die meisten, viele, aber ich weiß nicht, ja, prozentuell kann ich ja jetzt nichts dazu sagen. Aber da solltest du mal überlegen, wie bist du denn? Er sieht dich ja mehr als eine Fleißige, die nach vorne schaut. Sei es jetzt, momentan, na klar, gibt es Phasen, wo wir auch mal zurückblicken sollen, ja. Sei es, um zu reflektieren, um aufzuräumen, um zu gucken, wo sind denn noch die Kakerlaken in unserem Kopf, ja. Wie können wir die austreiben? Wie können wir das machen, ja? Was ist dafür notwendig? Irgendein Gift oder was soll denn da sein, ja? Und welche Kakerlakensorten wollen wir uns angucken? Denn es gibt ganz schön viele Sorten, ja, und jeder hat nun mal so ein Insektenhaus mal im Kopf. Das ist ganz menschlich, das ist normal, ja, normal. Du bist eine gute Kammerjägerin, ne? Das sind doch die Kammerjäger, die Ameisen jagen, Kakerlaken jagen. Hoffe ich zumindest, dass ich das nicht verwechsle. Weiter geht's. Jetzt geht es in die ausgeglichenen, schönen Energien der Mäßigkeit. Du kümmerst dich hier in seinen Augen auch um dein Innenleben. Vielleicht sieht er dich sogar als eine Heilerin an. Wenn er neben dir war, dann gab es oft Momente, wo er deine heilende Energie gespürt hat. Sei es, es ist nur noch dein Lächeln, es ist die Wärme deines Körpers, es sind deine Blicke, es ist deine Körperhaltung, irgendeine Position, irgendeine Pose, die du eingenommen hast. Sich das alleine anzusehen, das war sowas von heilend und konnte ihn beruhigen. Das war wie so ein Beruhigungsmittel. Ja, weniger Hektik wäre schön. Weniger Trubel wäre schön in der Vergangenheit. Wenn er dann zurückblickt, dann denkt er sich, hätten wir nur noch mehr Ruhe gehabt, hätten wir die Dinge gemächlicher gestalten können. Dies wäre für uns ein super Tempo. Wir haben uns zu sehr beeilt. Wir wollten immer tun und machen und schauen, was haben wir alles erreicht. Vielleicht haben wir uns zu viele Ziele gestellt. Oder immer wieder daran gearbeitet, dass es uns auch, wenn wir unser Ego in Betracht ziehen, dass es uns da gut geht bei solchen Erfolgsgeschichten. Ja, immer weiter, höher, stärker, mehr. Einfach mal gemütlich auf der Couch zu kuscheln. Gemütliche Abende. Und dies wäre wunderschön. Noch mehr davon. Ohne Hektik. Ohne zu viel Tamtam. Hier nostalgiert er ganz schön stark. Erinnert sich. An was erinnerst du dich denn am meisten in letzter Zeit? Ja,
Ja, und etwas, was er hier nicht wahrgenommen hat. Eine ungeschriebene Nachricht. Ein ungesagtes Wort. Eine Geste. Irgendeine Einladung, die nicht ausgesprochen wurde. Irgendein Angebot, das nicht ausgesprochen wurde, nicht vorgeschlagen wurde. Daran erinnert sich. Ja. Sei es auch über das Ende wurde nicht vernünftig gesprochen. Ja, ohne zu reflektieren, ohne wie Erwachsene sich dann, sei es nochmal begegnen und wie Erwachsene dann auseinandergehen, sondern hier gab es wahrscheinlich mehr Impulsivität und auch ja, erhöhte Lautstärke. Jeder war beleidigt, ja, jeder wollte seins beweisen oder auf seins beharren. Was würde er denn anders machen wollen, wenn er das könnte? Aha, das hat etwas mit Lügen zu tun, siebener Schwerter. Oh. Gebrochenes Herz, Schmerz. Was würdest du anders machen? Moment, das ist ja ganz interessant. Er hätte es lieber nicht zugelassen, dass es hier dazu kommt, dass es hier schmerzhafte Erlebnisse gibt. Lieber hätte er das mit sich selbst ausgemacht und hätte anders das Ganze hier gestalten können. Falls er gegangen ist, ne, dann wäre das wie solch ein Verstehen, dass das zu impulsiv war, zu schnell war. Das ist unüberlegt, weil er hätte sich Zeit lassen sollen, weil du bist ja die Herrscherin, du bist eine wunderbare, tolle Frau. Ja, eine bisschen zu perfekte Frau, vielleicht die beste Frau seines Lebens, die er je hatte. Ja, und jetzt, sei es im Nachhinein, kann er das ja nun mal noch besser nachvollziehen und besser verstehen, was war das für eine Frau. Also eine vollkommene Frau und er hatte da seine eigenen Kriege geführt, ja, mit seinen Kakerlaken, ja, ein Team Kakerlaken gegen das andere Team Kakerlaken und boah, und die Schlacht, ja, und am Ende leiden eben die Menschen, ja. Ey, wenn noch die Kakerlaken Kriege führen, ich weiß es nicht, sind wir da nicht zu überfordert, dann brauchen wir alle mal eine wirklich lange Auszeit. So. Alleine zurechtkommen mit eigenen Kakerlaken hier. Aufräumen im Kopf. Ja, weiter. Ja gut, einiges besser für dich behalten können. Bisschen kryptisch, aber vielleicht versteht ihr das. Besonders vielleicht mit der Hohepriesterin, ja, steht oft für eine Geliebte. In einer Dreiecksbeziehung, falls das alles offen ist bei euch, alle Karten offen sind, dann dich weniger eifersüchtig machen auf die andere Frau. Und damit hat er immer wieder mal was riskiert, ne? Königin der Schwerter, was hast du ihm da abgehackt? Kopf oder ein bisschen mehr nach unten? Hände, ja, meine ich natürlich. So. Dann sagt er noch, ich hätte sie lieber so behandeln können, wie sie es verdient. Denn sie ist die Königin.
der Münzen außerdem noch. Ja, eine Frau mit Potenzial, so eine Frau möchte man heiraten, so eine Frau möchte man glücklich machen. Das ist eine Frau, die ganz schön viel verdient, denn die ist die Königin in ihrem Reich und sie regiert womöglich auch sogar alleine. Ja? Und sie hat ihr Reich alleine aufgebaut. Ne? Da gab es nicht die, sei es reichen Eltern, da gab es nicht ein Erbe, sondern diese Frau, sie hat genug Mumm, um auch alleine viel zu erarbeiten. Und wie stehst du dazu? Wie siehst du sie jetzt? Ja, das haben wir ja schon gesehen. Ja, du bist cool, du gehst immer nach vorne, du erreichst deine Ziele. Wie siehst du sie sonst noch? Sie hat keine Angst einfach. Sie hat gar keine Angst. Oh, sie ist sehr gefühlsbetont. Bis zum Wahnsinn gefühlsbetont. Schauen wir mal, wie das hier gezeigt wird. Also, du bist angstfrei. Umgedrehte neunte Schwerter. Dann Ass der Kelche, Mond und Königin der Kelche. Die auf den Mond schaut und hier auf dem Ass der Kelche. Ja, das ist wahnsinnig. Ja, so intuitiv. Auch so gefühlvoll, ja, wie der Mond selbst, ne? Die Energien des Mondes, das ist ja, ja wirklich ganz tiefgehend. Bis auf die Knochen, ja, bis auf die Knochen gefühlsbetont sein, emotional. Eine sehr emotionale Frau, die, sei es auch, ganz stark lieben kann. Sie kann lieben, diese Frau. So eine Gefühlstiefe hat er wahrscheinlich nicht mal gesehen, ja, nicht mal erlebt gehabt. Das ist so tief wie der Ozean. Man weiß so gar nicht, was ist denn da sonst noch zu entdecken? Das ist so viel. Dass du lieben kannst, das auf jeden Fall. Ja? Wäre er nur der richtige Herrscher für dich? Ist er der richtige Herrscher für dich? Würde er denn sich weiterentwickeln wollen, falls ihr jetzt immer noch Kontakt habt? Mütchen. Ich bin Mütchen. Na gut, wenn du Mütchen bist, dann der Herrscher. Na gut, wer ganz hart gearbeitet hat, ja, der hat es verdient, mal auch eine Pause zu machen. Wird er versuchen, aber das heißt ja nicht, dass er jetzt sofort loszieht. Okay, ja, jetzt möchte ich noch einiges von ihm abfangen. Mein Herrscher für dich zu sein, wäre schön. Wäre schön in seinen Gedanken. Wieso zeigt er mir das? Jetzt zeigt er mir die Familie und zeigt sich als Herrscher. Was ist das los? Was ist das hier? Ah, okay. Er sagt noch, alles mit der Ruhe bitte. Ja, mit der Ruhe. Schönes Manikerchen machen. Ja. Ein bisschen Mütchen bin ich. Ja. Na gut, ich denke, dies wäre schon eine andere Legung. Da sind schon andere Energien im Spiel. Hat etwas mit auch mit Schicksal zu tun, ja, denn er erfüllt eben hier seine Rolle. Was würde er dir denn auch hier sagen wollen, oder? Was sollst du noch empfangen? Like dieses Video, abonniere meinen Kanal. Für eine private Legung steht dir zur Verfügung. Schön. Du weißt nicht, wie schwer es war, dich gehen zu lassen. Auch wenn er gegangen ist. Denn auch diese Botschaft habe ich hier gesehen. Ja, er hätte es lieber anders hier gemacht. Und wenn er auch selbst gegangen ist, dann hätte er sich hier 7 Münzen Zeit nehmen sollen, weil du die Herrscherin bist. Ja, so eine Frau gewinnt man nicht jeden Tag im Lotto, ne? Das ist wie 6er im Lotto, aber vielleicht hat er es verspielt. Ja, genauso schnell dann verpufft. Nicht wertgeschätzt.
Also weißt du doch nicht, meine Liebe. Oh, ich will dich, sagt er. Oh la la. Ja, es war die falsche Zeit für uns, ja? Timing. Timing war falsch für uns. Auch wie ich dann auch noch gefragt habe, als ich hier gefragt habe, ja, möchtest du dich jetzt hier weiterentwickeln? Und scheint auch so zu sein, dass Timing immer noch unpassend ist. Oh, ich warte auf ein Zeichen von dir und ich werde auch darauf warten. Alles Gute für dich. Danke, dass du dabei warst. Ja, genieße die Zeit. Ich höre gerade ein Kind heulen. Ich hoffe, das war jetzt hier nicht zum Heulen, aber wenn auch, dann ist es gut, ja, denn so ist Tränen reinigen und das ist gut so. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Ciao.